Was geht ab, Leute? Mal wieder komplett übertrieben bei der Begrüßung. Man kennt ihn und heute gibt es den zweiten Teil der Serie GTA 5 spielen als Person X. Ja, letztes Mal haben wir das Ganze mit Capital Bra gemacht. Also wenn Capital Bra GTA 5 spielen würde, ich habe mir übelst viele Ideen in die Kommentare geschrieben, was wir als nächstes machen sollen. Und heute gibt es mal GTA 5 spielen als Montana Black. So Leute, ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Ich habe, glaube ich, die letzten 3 Stunden verschiedene Mods installiert. Unter anderem auch den Merch von Montana Black in GTA reingemoddet. Seine Autos, ein Haus, Kylo habe ich reingemoddet. Und ich habe sogar Ehrenbruder Mehmet reingemoddet. Aber Leute, das seht ihr alles heute in diesem Video. So, wir haben hier gerade noch gestreamt, Leute, auf Twitch. Wir haben gerade aber einen 14-Tage-Bann bekommen, weil wir hier in Unterwäsche vor der Kamera rumgelaufen sind. Deswegen gehen wir jetzt hier erstmal raus aus unserem Zockerzimmer, ja, weil Livestream können wir jetzt ja eh nicht mehr. Ich finde persönlich, das schon, ist schon eine nice Zockerzentrale. Also Monta hat auch hier endlich mal sein Haus gefunden in GTA. Er hat sich sogar hier extra eine 3D-Karte von Buxtehude anfertigen lassen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, als welche Person wir als nächstes GTA 5 spielen sollen. Und oh, da ist schon Kylo, Leute. Oh, verprügt mal den Like-Button dafür. Kylo, Ehrenbruder Kylo, komm mal mit hier. Kylo, Kylo, komm mit. Warum steht der da die ganze Zeit auf der Treppe? Ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt erstmal an. Und dann machen wir hier erstmal eine kleine Haustour. So Leute, ich bin gerade am Überlegen, was Monta am ehesten für Hosen trägt. Ist Jogginghosen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, okay, Leute, passt schon so. Es fehlt halt noch eine Goldkette. Und vor allem der Montana Black Merch fehlt noch, Leute. Aber dazu kommen wir gleich. Schauen wir uns erstmal hier das Haus an. Also ich finde, hier so auf jeden Fall ein paar Waffen an die Wand gegangen. Natürlich auch alle unecht, falls mal wieder eine Hausdurchsuchung geben sollte. Sind alles unechte Waffen. So, Kylo, komm mal mit. Da haben wir hier ein paar Geldbatzen. Das war von unserem letzten Casino-Besuch. Haben wir gut rausgeholt. Ja, die Sonne lacht, Leute. Der Billardtisch, hier schön offene Küche. Fettes Haus, schöner Garten, dies, das. Hier können wir ein bisschen uns boxen. Die Küche hat irgendwie hier so einen komischen Iced-Out-Effekt, deswegen scheint die so. Hier sind auf jeden Fall unsere ganzen Instagram-Groupies. Ja, die jetzt irgendwie gerade durch den Boden buggen, okay. Oh shit, Leute, jetzt könnt ihr hier schon sehen, da steht auch schon der Lambo in der Tiefgarage. Und Leute, wie nice ist das eigentlich? Stellt euch mal vor, ihr hättet dieses Haus hier in Real Life und ihr hättet einfach so eine Glastür zwischen eurem Haus und eurer Garage, sodass ihr durch die Glastür durch die ganze Zeit euer Auto sehen könnt. Also würde ich auf jeden Fall fühlen. Da steht natürlich auch schon der Lambo von Monte. Und hier haben wir auch nochmal so ein Gästezimmer, Schlafzimmer, Ankleidungszimmer, whatever. So, aktuell haben wir hier nur so ein, ja, ein dreckiges Unterhemd von uns an. Deswegen würde ich mal behaupten, wir schnappen uns direkt mal unseren Lambo und fahren mal ins Lager und uns den neuen Montana Black Merch holen. So, Kylo. Kylo. Kylo, Junge. Komm mal mit. Was machst du denn? Willst du mitkommen? Dann steig jetzt ein. Boah, Leute, Leute, Leute. Das ist der Lamborghini Huracan Performante in dem Matt. Neongrün oder Matt-Limettengrün heißt die Farbe, glaube ich, genau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sieht sehr detailgetreu aus zu dem echten Lambo von Montes. Fahren wir jetzt hier aus der Garage raus. Natürlich hat auch die Garage Fußbodenheizung, damit die Reifen direkt warm gefahren sind. Man kennt ihn. So, hier steht noch der S63. In dem Fall nicht Coupé, sondern Cabrio, weil es gab keine fünftige Coupé-Mod, aber ist ja auch egal. So. Ach, was denn jetzt? Warte mal, was denn mit Kylo? Kylo? Kylo, du Paulberger, will der, warte mal, will der nicht mitkommen? Kylo, willst du nicht mitkommen oder was? Ah, okay, ich glaube, der ist zu lost gerade. Dann bleib halt einfach zu Hause, ist egal. So, jetzt erstmal ab mit dem Lambo durch Buxtehude, man kennt ihn. Och nee. Och nee, da warten schon wieder Fans da draußen. So, hört auf, vor meiner Einfahrt zu warten, Junge. Stell euch mal vor. Oh mein Gott. So, also ab geht's. Wir fahren jetzt erstmal mit dem Huracan Performante durch Buxtehude und werden erstmal ins Lager fahren, den neuen Merch abholen, damit wir hier nicht mit unserem vollgekleckerten Unterhemd rumlaufen. An der Stelle, Leute, vergesst nicht, das Video zu bewerten und schließt euch der Kranix-Army an. Wir sind auf der Road to 2 Millionen Abos. Okay, Leute, ab geht's ins Lager. Ey, warum haben wir denn jetzt schon wieder einen Stern bekommen? Oh, ey. Ist die Polizei schon wieder hinter uns her? Nur weil ich hier im Lambo unterwegs bin. Warte mal, wir fahren mal kurz rechts ran. Nicht, dass es heißt, wir würden hier noch vor der Polizei abhauen. So, Leute, Polizeikontrolle. Hallo. Ey, warum schießen die denn direkt auf mich? Ey, hallo, hallo. Hallo, beruhigt euch. Was ist denn los mit euch? Ich dachte, in Buxtehude hier die Dorfpolizei ist entspannter drauf. Als hier in Köln bei mir direkt mit Auto wegnehmen, alles beschlagnahmen und so.
Also hier gibt es den neuen Monte-Merch, Leute. So, natürlich hier erstmal Auto abschließen, nicht, dass hier direkt Leute Auge machen. So, wo sind jetzt hier die Monte-Shirts? Ey, Kylo ist hier! Wie ist Kylo hergekommen? Wo kommt der denn her? Okay, Leute, dann machen wir das eben so. Also, wir brauchen jetzt hier, wie gesagt, den Monte-Merch. So, zack, zack. Aha! Ja, genau, genau. Erstmal hier schön den Monte-Merch. Jetzt, aber noch so eine Goldkette wäre auf jeden Fall noch ziemlich cool. Jogginghose haben wir. Vielleicht noch eine neuere, eine saubere Jogginghose wäre noch ganz gut. Und Rolex. Rolex sollten wir, finde ich, auch noch anziehen. Ey, geh weg von meinem Auto, Junge! Finger weg von meinem Lambo! Sonst scheppert's hier gleich eine. Ich würde sagen, wir fahren auf jeden Fall gleich nach oben in die Süd zu Mehmet. Aber davor will ich noch eine Goldkette und eine Rolex kaufen gehen. Stellt euch einfach mal bitte wirklich vor, Monte wird einfach so einfach so richtig wie in GTA, so durch Buxtehude brettern. Also ihn wird gar nichts jucken. Ich glaube, hier könnten wir Goldketten auch bekommen. So, jetzt hoffe ich, dass wir hier mal eine Goldkette finden, Leute. Man kennt ihn doch. So, Monte ohne Goldkette, das geht nicht. Zack. Okay, hier sollten wir doch was finden. Okay, Leute, hier gab es nur Schrottketten. Dann müssen wir halt leider auf Rolex und die Dings verzichten. Oh mein Gott, ey. Monte rast ja direkt aus, wenn die Tür nicht aufgeht. Er schlägt ja direkt Fenster von seinem Lambo ein. Okay, Leute, hier gab es gerade einen Unfall. Es gab hier gerade einen Unfall an der Kreuzung. Deswegen muss ich jetzt hier in Buxtehude den Verkehr regeln. So, natürlich erstmal schön die Warnweste angezogen. Ich werde jetzt hier den Verkehr regeln, bis die Polizei kommt. Werde ich das jetzt machen. Okay, für all die, die nicht wissen, was abging, irgendwie hat Monte neulich mal in so einer Story, hat er den Verkehr geregelt, habe ich auf Instagram gesehen. Deswegen so. okay, jetzt hier einmal du fahren. Ja, jetzt, ja genau, fahr du. Ey, das ist ja ein ganz Wahnsinniger da, ja, ey. Okay, Verkehr haben wir geregelt, gar kein Ding für den King. Ich würde sagen, Leute, wir fahren jetzt aber mal zu Ehrenbruder Mehmet. Wir haben jetzt auch Hunger, Leute. Ja, heute schon wieder viel gemacht hier in Buxtehude. Da kann man auch mal hungrig werden. Und wo fährt man da natürlich hin? Natürlich zu Mehmet oben in der Süd, Leute. Und ja, meine Freunde, ich hab's auch geschafft, Mehmet reinzumorden in GTA 5. So, Leute, und zwar hat Mehmet seine Dönerbude hier am Strand. Warte, das hier war ein Eisler. Ah, nein, hier, doch. Hey, oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Einfach hier die Dönerbude von Mehmet. Ja, ist zwar nicht in dem Wagen, aber das habe ich leider nicht hinbekommen. Aber dafür hier in so einer, so eine kleine Bude eben. Ich weiß gar nicht, das ist irgendwie so eine arabische Schrift oder so. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Aber ich habe eben nach so einer Döner-Mod gesucht. Aber dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt erstmal was zu snacken hier bei Mehmet. So, Leute, der Döner hat gerade schon extrem gut geschmeckt. Aber jetzt danach erstmal schön Verdauungskippe. Man kennt ihn. Zack, das schmeckt. erst Döner bei Mehmet, dann Verdauungskippe und dann Lambo fahren. Aber Leute, wenn man natürlich einen ganzen Tag als Monte unterwegs ist in GTA 5, dann darf natürlich auch das Casino nicht fehlen, ja? Darf auch nicht fehlen, deswegen würde ich sagen... Oh! Tut mir leid, Bruder. Ach, hier auf dem Weg ins Casino habe ich gerade gemerkt, ist auch noch ein Dealer meines Vertrauens. Und da ich natürlich immer schön was zu Hause habe, wenn auch mal Freunde vorbeikommen, holen wir jetzt hier noch schön ein bisschen Weed. Also natürlich nicht, weil Monte das konsumiert, aber... Er meinte ja, glaube ich, mal in dem Livestream, dass er immer was hier hat, wenn, also immer was da hat, wenn Freunde kommen. Oha, voll überteuerter Kurs hier. Egal, juckt uns nicht. Support the Creator, Einnahmen waren gut. Oh, wir brettern durch Buxtehude hier, als gäbe es keinen Morgen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, okay, okay. Die Sonne lacht, ihr wisst Bescheid. Oh, hier gibt es gar keine Sonne. So, dann würde ich sagen, wir haben natürlich auch hier extra schon unseren Privateingang beim Casino. Dürfen wir hier schon auf den Mitarbeiterparkplätze. Okay, Lambo haben wir in der Garage geparkt von dem Casino. Und der Tag neigt sich jetzt auch schon langsam dem Ende zu. Die Sonne geht unter. Wir gehen jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen schön im Casino zocken. An dieser Stelle würde ich mal behaupten, das soll es von dem Video gewesen sein. Leute,
Ein Tag in GTA 5 als Montana Black. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es hat sehr, sehr lange gedauert, die ganzen Sachen reinzumodden. Wir haben ja das Haus reingemoddet, wir haben ja die Autos reingemoddet, wir haben den Merch von Monte reingemoddet, wir haben eine Dönerbude für Mehmet reingemoddet, wir haben Kylo, hatten wir auch am Start. Und deswegen würde ich mich selber eine Bewertung freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, bis dahin. Haut rein, Leute. Crymax.